Wir sprechen in diesem Video über das Thema Mars in Widder. Zuerst müssen wir wissen, was ist Mars, was ist Widder. Mars ist der Planet der Handlung, des Willens, des Durchsetzungsvermögens. Widder ist das Zeichen, in dem man etwas Neues starten soll, beziehungsweise kann man auch hier etwas beenden, um eine neue Lebensphase zu beginnen. Jetzt haben wir Mars rückläufig. Wenn ein Planet rückläufig ist, kann es heißen, dass man hier, bevor man eine neue Phase starten kann, muss man mit einer Sache beenden. Und das kann besonders mit Mars Frustration auslösen, weil Mars möchte erfolgreich sein, er möchte sich durchsetzen. Man selbst verkörpert Mars, du bist Mars, ich bin Mars. Ja, also das heißt, die Durchsetzungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen wird überprüft, denn nicht alles wird so schnell da sein, wie man es gerne hätte. Und das betrifft alle Sternzeichen. Es würde nichts bringen, hier aggressiv zu sein, die Dinge zu erzwingen. Das sollte man nicht tun, denn man würde dann komplett scheitern. Egal, was man sich vornehmen will, egal, was man starten möchte, man sollte in dieser Zeit eher vorsichtig sein. Man sollte eher eine Vorplanung gestalten, aber es geht nicht hier um Action und alles machen und alles schnell, schnell. Ich meine, Widder ist ein Sternzeichen, in dem man die Dinge so schnell wie möglich haben will. Aber Mars ist im Quadrat zu Saturn und zu allen Planeten in Steinbock, die wir gerade haben. Und Steinbock ist die Einschränkung, genauso wie Saturn. Also muss man hier sich auf das Wesentliche fokussieren. Und so gehen wir zum ersten Sternzeichen und Aszendenten, das ist Widder. Also, bei Widder geht es letztendlich um die Selbstdurchsetzung. Und wahrscheinlich, lieber Widder, hast du gerade eine Situation in deinem Leben, wo deine Durchsetzungsvermögen überprüft wird. Inwiefern kannst du dich durchsetzen? Kannst du dein eigenes Vorhaben verwirklichen, beruflich und privat? Das wird gerade für alle Widder, Aszendenten und Sternzeichen das Hauptthema darstellen. Und hier sollte man nicht die Dinge erzwingen, aggressiv werden, sondern geduldig sein. Ja? Denn nur mit Geduld und mit einem guten Gefühl der Zeit wird man hier seine Erfolgschancen erhöhen. Ja, also das ist für Widder besonders wichtig, was ich gerade gesagt habe. Man kann mit diesem Transit von Mars in Widder sehr frustriert sein. Man kann auch sehr viele Konfliktsituationen mit anderen Menschen haben oder man ist unzufrieden in einer Beziehung. Das kommt vor, weil Mars ist im ersten Haus und beeinflusst automatisch das siebte Haus. Und das heißt, die Kommunikation mit anderen kann auch durch diese Stellung des Mars im ersten Haus etwas schwierig sein. Dann haben wir das Thema Stier. Also bei Stier geht es grundsätzlich um Dinge aus der Vergangenheit, die nicht gelöst sind, bestimmte Traumata, bestimmte schwerwiegende Situationen, die nicht gelöst sind. Und es ist eine schwierige Zeit, wo man vielleicht
Schlaflosigkeit hat, man ist etwas beunruhigt, man ist unzufrieden und mit den jetzigen Umständen. Und man kann aber auch sehr viel Energie für andere Menschen opfern. Ja, viel von der eigenen Energien kann man für andere Menschen umsetzen. Und das kann auch, das hat Pros und das hat auch Kontras. Ne? Das Thema Ausland ist bei vielen Stieren auch ein Thema. Oder es kann auch sein, dass man sich ein bisschen isoliert fühlt, man fühlt sich ein bisschen alleine, man versucht Kontakt mit anderen Menschen zu knüpfen und das klappt im Moment nicht. Ja? Vielleicht möchte man zu jemandem gehen, aber die Umstände erlauben das nicht zurzeit. Das Thema Gesundheit kann auch für Stier eine besondere Herausforderung darstellen, also chronische Krankheiten, die seit langem schon unterschwellig sind, können hier auch für Stier ein großes Thema sein. Das heißt, man sollte sich heilen. Heilung ist für alle Stiere wichtig. Dann haben wir Zwillinge. Also bei Zwillinge geht es letztendlich um die Eigenständigkeit im Sinne von emotionale, sag ich mal, Bindungen, die man aufgebaut hat. Aber jetzt kommt der Mars im 11. Haus, das heißt, man sollte sich auf seins, ja, konzentrieren, sein eigenes Glück, seine eigenen Wünsche. Es ist wichtig, dass man hier feststellen kann, was sind meine Wünsche? Was möchte ich vom Leben haben? Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich glücklicher und zufriedener werden? Das sind die Fragen, die man hier sich stellen kann, wenn man Mars im 11. Haus hat. Das Thema Freunde, Gruppen, Netzwerken ist beruflich gesehen sehr wichtig. Und es kann auch sein, dass man jetzt merkt, es ändert sich vieles im Bereich der Liebe, im Bereich der Beziehung und man ist bereit, jetzt neue Situationen zu erleben, ja? Und man sollte keine Angst haben, sondern einfach sich für das Neue öffnen, ja, für Unbekannte. Und für das Unbekannte sich vorbereiten. Okay? Dann haben wir Krebs. Bei Krebs geht es hauptsächlich um das Thema Berufung. Also, man hat viel zu tun, man hat auch mit Behörde auch einiges zu regeln oder jemandem, mit dem man zusammenlebt, hat einiges zu klären. Behördlich gesehen oder auch rechtlich kann man auch hier Situationen haben, die geregelt werden sollen. Das Thema Familie ist nicht so einfach, weil man merkt, für bestimmte Dinge, es ist zu spät, die Zeit ist gelaufen, jetzt muss man sich für Neues öffnen und man weiß nicht, naja, wie geht es weiter mit der Familie oder wie geht es weiter mit dem Job, mit dem Beruf. Ne? Also es gibt diese Unsicherheit bei vielen Krebsen in Bezug auf diese zwei Themen und das ist wirklich, das fällt auf. Ja? Dann haben wir das Thema Löwe. Ja? Löwe. Also bei Löwe geht es hauptsächlich um die Zukunftspläne. Was möchte ich für meine Zukunft? Das Thema Ausland, Reise, Veröffentlichungen aller Art, Werbung. Ja, weil wir haben wieder ist das 9. Zeichen von Löwe, das heißt, hier geht es um die Veröffentlichung von Werbung, hier geht es um Ausland, Bildung, Unis. Das ist hauptsächlich, das sind die Themen vom Löwe. Ja, und hier hat man auch keine einfache. Keine Klarheit in Bezug auf die Themen, die ich genannt habe. Und man sollte sich beraten lassen, auch rechtlich gesehen, wenn man eine Rechtssituation zu regeln hat. Man bekommt auch Hilfe von einem Anwalt oder
von einem Astrologen. Also man bekommt Hilfe, Unterstützung von erfahrenen Menschen, die etwas zu sagen haben, wo man auch Hilfe, Unterstützung bekommen kann. Ja, das ist das Thema neunte Haus. Darüber hinaus, wie ich gesagt habe, das Thema Ausland ist für viele Löwe momentan sehr wichtig. Sei es, weil man mit Ausländern arbeitet, sei es, weil man jetzt mit einem Ausländer eine neue Beziehung haben möchte, sei es, weil man im Ausland auswandern will oder man macht sich Gedanken darüber. Das Thema Geschwister, Umzug, Reise, Besuch, das kann auch für viele Löwe wichtig sein. Dann haben wir das Thema Jungfrau. Für Jungfrau ist besonders wichtig, dass man hier die Ruhe bewahren kann. Weil es gibt wahrscheinlich einen Menschen im Leben des einen, der, sag ich mal so, nur an sich denkt. Und es gibt so eine Art Kampf, ja, oder Machtkonflikt kann auch hier bei vielen Jungfrauen vorkommen. Sei es, weil man sich ums Geld streitet, sei es, weil man jetzt jemanden nicht vertrauen kann. Man ist sehr misstrauisch gegenüber jemandem und da gibt es vom August bis Ende des Jahres viel Spannung drinnen. Das Thema Steuer, Kredit, ja, dass diese Themen sind nicht leicht und hier sollte man warten, kein Kredit aufnehmen. Das Thema Banken ist schwierig bei allen Jungfrauen. Natürlich muss man hier das individuelle Horoskop berücksichtigen, aber das Thema Geld, gemeinsames Geld, Erbe, Todesfall, chronische Erkrankung, dramatische Situationen, die entstehen können. Also hier sollte man die Ruhe bewahren, wie ich gesagt habe, und vernünftig sein, nicht explodieren und aggressiv sein oder die Dinge erzwingen, aber auch nicht so naiv sein und sich von anderen Menschen führen lassen, die nicht das Beste für einen haben wollen. Also sie denken eher an sich, ja. Dann haben wir das Thema Waage. Waage, Aszendent und Sternzeichen. Hier geht es hauptsächlich um gemeinsame Arbeit, die man mit anderen Menschen macht. Das gilt beruflich, das gilt im Bereich der Familie. Hauptsache arbeitet man in Koordination mit anderen Menschen. Man strengt sich an, die Menschen etwas zu sagen, was das Richtige für sie ist, wie sollen sie handeln, aber das ist falsch. Also man sollte hier die Menschen in ihrer Verantwortung alleine lassen und die Dinge nicht erzwingen. Ansonsten würde man hier wirklich Probleme haben in Beziehung, in Geschäften oder bei Geschäften. Man sollte hier wirklich klug handeln. Und das Thema Vertrag, Rechtssachen, diese Themen können Schwierigkeiten beinhalten. Das Thema Wohnung, das Thema Familie genauso. Also hier sollte man mit diesen Themen geduldig sein. Und es wird sich alles nur Schritt für Schritt lösen und erledigen und oder klären. Also wieder, es ist besser, wenn du dich ein bisschen zurückziehst und abwartest, was eine andere Partei entscheidet, was ein anderer Mensch überhaupt möchte. Dieser Mensch muss dir sagen, schau, das ist, was ich möchte. Ansonsten ist man in der Luft, ja? Und man weiß nicht, ja, wie soll ich mich verhalten, was soll ich tun, ne, mit dieser schwierigen Situation, ja? Also, das kann im Bereich der Familie sein, das kann im Bereich des Berufes auch sein. Dann haben wir Skorpion. Skorpion hat es wirklich nicht einfach. Es ist eher eine Belastung, ja, was man hier erfährt mit Mars im sechsten Haus. Also man hat ja wirklich
es schwierig, weil man fragt sich, naja, wann endet endlich dieser Stress, was ich habe, diese Spannung, die ich täglich in mir trage. Wahrscheinlich kann man hier nicht gut schlafen, man hat Probleme mit Darm, ja, Magen-Darm. Und das kann vorkommen, weil der ganze Stress, was man erlebt, das wird man im Bereich der Gesundheit, in diesem Bereich wird man alles verbrennen, ja, und das heißt, dass man kann hier Burnout haben, wenn man sich zu sehr anstrengt, wenn man versucht, andere Menschen glücklich zu machen, ja, man sollte aufhören damit, ja, es ist wichtig, dass man seins erledigt, dass man auf seine eigenen Ziele konzentriert, unabhängig davon, was andere meinen und sagen. Das ist für Skorpion besonders wichtig, weil sonst hat man Schuldgefühle, emotionale Abhängigkeit. Das will man nicht. Okay, lieber Skorpion. Und ich würde, wenn ich du wäre, ich wäre wirklich sehr vorsichtig mit meiner Gesundheit. Ja? Weil bei dir ist Mars im Bereich der Gesundheit. Und Mars ist ein Übeltäter. Achte bitte darauf, auf deine Ernährung, achte darauf, auf deinen Körper, höre auf deinen Körper, weil sonst könntest du im Laufe dieser Monate Probleme haben. Dann haben wir das Thema Schütze. Bei Schütze geht es um die kreative Entfaltung, ne? Um Spaß. Man möchte etwas, egal was das ist, man möchte sich befreien von bestimmten Umständen, die diese Umstände verhindern, dass man seins erledigt, dass man ein Projekt verwirklicht, dass man in den Urlaub geht, dass man eine neue Firma gründet, dass man mit den Kindern, Enkelkindern sich mehr und mehr beschäftigen kann. Alles, was Spaß macht, was man umsetzen möchte in seinem Leben, das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Heißt aber nicht, dass man das nicht erreichen kann, aber man sollte hier klug handeln und auch das Thema Dating, also in der Liebe, Dating und Affäre, Liebesaffäre, da sollte man wirklich vorsichtig sein, auch was die eigene Gesundheit betrifft, also keine voreilige Entscheidung und Handlung umsetzen. Also wirklich soll man aufpassen mit dem Thema Sex, Sexualität hier. Ne? Das würde ich auch für alle Schütze sagen. Dann haben wir Steinbock. Also bei Steinbock geht es rein um ein Thema. Ja? Es geht um das Thema Familie, Wohnung, Wohnsituation, Geborgenheit. Ja? Und man versucht Geborgenheit von anderen zu bekommen. Das bekommt man aber nicht. Man sollte sich eher zurückziehen, nicht die Dinge erzwingen, weil sonst wird man das Gegenteil bewirken. Das heißt, die Menschen gehen weg von einem und am Ende ist man alleine für sich. Wenn man damit glücklich ist, super. Wenn nicht, dann hat man es schwierig. Konflikt mit Familie, mit Mutter, mit Geschwister, das kann wirklich vorkommen hier mit Mars in diesem Bereich, wo er ist. So, dann haben wir das Sternzeichen Wassermann. Also Wassermann ist beschäftigt mit Papierkram, mit einer Reise, mit einem Umzug, Umsiedlung, Lernen. Alle diese Themen sind momentan für Wassermann schwierig. Wassermann fragt sich, naja, wann ist endlich dieser Papierkram fertig? Wann werde ich fertig mit meinem Studium sein? Wann werde ich keine Konflikte mehr mit meinen Geschwistern haben? Mit meinen Nachbarn zum Beispiel. Also das dritte Haus, ne? Das ist, was man hier hat. Und man sollte handeln, ja? Und dann abwarten. Und dann handeln und abwarten. Also nicht so sehr, sag ich mal, hinterher laufen, sondern erst nur handeln, wenn man handeln soll.
Okay, das ist die Herausforderung, weil wenn Mars im dritten Haus ist, man möchte unbedingt seins durchsetzen, sein Vorhaben, aber das klappt leider nicht zurzeit. Und es kann sein, dass die Dinge sich bis Ende des Jahres sich in die Länge ziehen, bis man endlich mal Klarheit darüber hat, wo soll man hin, in welche Richtung gehe ich, ja, mit wem und wie. Also das braucht Zeit, wie man alles im Kopf, alle Teile von diesem Puzzle hat, ja. Also das ist bei Wassermann der Fall. Und dann zum Schluss haben wir Fische. Fische, bei dir geht es um das Thema Geld. Du hättest gerne mehr Ressourcen, um ein Projekt umzusetzen. Und das kann frustrierend sein. Ja, also es kann sein, dass man sich ums Geld streitet. Es kann sein, dass man um sein Geld kämpfen muss. Und das kann von jetzt, von September bis November, Dezember auftauchen, dass man für seine Ressourcen kämpfen muss, für sein Geld, Einkommen. Ja, also alles, was man als selbstverständlich geben soll, das ist nicht garantiert bei euch Fischen. Ja, also man muss ja darauf achten, habe ich genug zu essen, habe ich genug Ressourcen überhaupt, um zu verreisen, um meine Wohnung zu vergrößern, etc., etc., etc. Ja, also Hauptsache um das Thema Geld. Und man sollte sich körperlich nicht so sehr anstrengen, weil dein Körper ist zurzeit, du hast sehr viel Spannung in deinem Körper. Ja, also Muskelspannung und Gelenke und so weiter. Und man sollte hier vorsichtig sein, also am besten diese Spannungen, die sich im Körper aufgebaut haben, man sollte zur Massage gehen. Man sollte das therapieren, denn ansonsten kann es chronisch werden, ja, liebe Fische. Und mit diesen Aussagen bin ich jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gut gefallen. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine sehr allgemeine Aussage, die Millionen von Menschen betrifft. Und wenn man das konkretisieren will, dann kann man mich kontaktieren, ja, beziehungsweise eine Beratung buchen und ich kann euch helfen, mit diesem Mars zurechtzukommen, denn Mars ist ein Übeltäter in der Astrologie. Er kann auch Schwierigkeiten ab und zu bereiten. Okay? Also, liebe Astro-Rebellen, ich wünsche euch viel Spaß mit Mars rückläufig in Widder. Wie gesagt, ich bin immer da für euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.